Servus, Grüezi und hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Wir sitzen im Waldra und ihr seht es, wir werden aussehen. Also, der Plan war, dass wir jetzt hier auf das Feld Raps machen und das will ich jetzt auch machen und ja, das hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, weil die Sämaschine funktioniert nur mit der Kreiselecke. Das geht überhaupt gar nicht alleine. Die muss dran gehängt werden. So, man sieht es hier. Also, hier ist dann natürlich der Dreipunkt und die Sämaschine wird hier hinten dran gehängt bei Amazon. Und das funktioniert nur zusammen. Also, ich hätte so oder so mit der Kreiselecke drüber fahren müssen. Also, nun gut. So wird man dann auch immer ein bisschen schlauer. Also das heißt, wir brauchen zukünftig eigentlich die Felder. Wenn wir jedenfalls bei dieser Kombination bleiben bei Amazon, brauchen wir die Felder nicht mehr vorher extra zu probern. Oh, die macht aber ordentlich Krach. So, wir bringen Raps aus auf dem Feld. Und bei 3 Metern, ja, wird das eine etwas längere Geschichte. Und ich habe auch sicherheitshalber gleich mal hier den großen Waldra genommen, damit wir nicht wieder das Problem haben mit dem Gewicht, mit dem Frontgewicht, dass dann doch vielleicht die Maschine ja oben hoch geht und kaum zu lenken ist. Also ich glaube hier, der Waldra sollte das Ganze packen. Und sehr schön, da werden wir also jetzt hier den Raps ausbringen und unser erstes Feld ansehen. Okay. Ja, einfach immer wieder schön. Da oben fliegt auch wieder das Flugzeug am Berg entlang. Und ich gehe davon aus, dass wir irgendwo hier vielleicht auch den Heißluftballon zu sehen bekommen. Naja, okay. Gut. Also hier lassen wir den Helfer arbeiten. Jetzt schauen wir mal, wie er die erste Wende hinbekommt. Sehr schön. Oder auch nicht. Spannend. Was war das jetzt? Dann machen wir vielleicht doch hier besser ein, zwei Vorgewände. Teufel, Teufel. Herr Kollege. So, dann müssen wir das Ganze wieder einschalten. Und dann los. Dann machen wir das mal kurz von Hand. Oder selber. Ja, manchmal ist doch selbst der Mann die Devise. Okay. So. Rückwärts. Okay. Sehr schön. Und wieder an und ablassen. Ja, so müsste die Spur passen. Und wieder rückwärts. Und dann versuchen wir hier jetzt die richtige Spur wieder zu finden. Bergauf. So. Oh ja. Ja, da reichen gerade mal die 190 PS. Okay, jetzt ist natürlich Aussehen bei 3 Meter Arbeitsbreite kein abendfüllendes Programm oder andersherum. Doch, es ist eigentlich sehr abendfüllend. Deswegen habe ich hier mal ein bisschen was vorbereitet.
Und zwar werden wir mal in der Zwischenzeit Aufträge übernehmen und ich habe hier eine Erntemission für Feld Nummer 19. Da dürfen wir den Weizen abbauen. Die Geräte habe ich ausgeliehen, weil das Feld 19 doch relativ in der Nähe ist zu dem Shop. Hier haben wir den Shop, da stehen auch die Geräte und hier gehen wir hinfahren, Feld 19. So, der Waldra macht seine Arbeit und wir schauen mal, okay. Ja, das steht natürlich jetzt alles ein bisschen arg geschickt, merke ich gerade, aber theoretisch müssten wir eigentlich mit dem Schneidwerk doch über die Straße kommen. Wir versuchen unser Glück. So. So, wenn ich das richtig gesehen habe, müssen wir, eigentlich nur geradeaus. Ach du Schande. Gegenverkehr. Oha. So. Jetzt. Wollen wir hoffen, dass uns keiner entgegenkommt? Bei geschmeidigen 20 km/h. So, Feld 19 haben wir direkt vor uns. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier den Einstieg finden. Ja, ich glaube da links. Oha. Und rechts geht's zur Biogasanlage. So. Sehr schön. Dann klappen wir hier auf und fangen gleich mal an. Sehr gut. So, noch ein bisschen nach unten. Ich glaube, ein bisschen fahren wir schon vorbei. Und jetzt lese ich da rechts oben, dass unser Helfer die Arbeit bereits vollendet hat. Also das kann mit Sicherheit nicht der Kollege sein, der ansieht. Also so schnell ist man nicht mit 3 Meter Arbeitsbreite. Okay. Fahren wir schnell noch 1-2 Vorgewände und dann lassen wir den Helfer wieder arbeiten. Ja, hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Hier sind die Straßen direkt am Feld. Und da müssen wir immer ein bisschen auf den Verkehr achten. Nicht, dass es hier zu Kollisionen kommt. Ja, man sieht, hier ist schon einiges los auf den Straßen. Hier ist jede Menge Betrieb. Darf man nicht unterschätzen, das Ganze. So, wir gehen jetzt hier in die letzte Kurve. Oder wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Fahren wir doch noch das Stück hier ab zur Hälfte und dann schicken wir den Helfer los.
schauen wir mal, was mit unserem Waldrei ist. Was hat er für ein Problem hier auf der Map? Also hier scheint der Helfer echt Schwierigkeiten zu machen. So, wir werden es mal so rum versuchen. Dann soll er erstmal ein paar Bahnen querfahren. Vielleicht hilft das ja. So. Ansonsten müssen wir uns wirklich Gedanken machen, ob wir hier das Equipment doch früher austauschen und uns dann doch einiges an Kredit gönnen, dass wir dann doch vielleicht mit anderem Equipment fahren. Naja, schauen wir mal. Jetzt gucken wir mal, ob er die Wände sauber macht. Während da Charlie am Feldrand sitzt und aufpasst, dass keine Rehe aufs Feld kommen. So. Ja, die Kollegen da oben stehen alle ganz entspannt auf dem Feld und gucken uns zu. Und er macht hier wieder hoffentlich eine saubere Wende. Ja, vielleicht hat er einfach ein Problem mit dem Bergauffahren. Dann müssen wir in den sauren Apfel beißen und vielleicht ihn hier die Querbahn fahren lassen. Weil das scheint eher zu funktionieren. Okay, sehr schön. Okay, wir schauen jetzt mal, was macht unser... Das passt soweit. Dann werden wir jetzt hier mit dem Traktor... So, ach du Schande. Das liebe ich. Zweimal Drehschemel. Gut, jetzt müssen wir erstmal... den hier ein bisschen aus dem Wege räumen. So. Ja, sind die beiden, sind dieselben. Die gleichen in dem Fall. So. Dann nehmen wir den hier. Und dann versuchen wir unser Glück. Oh Mann, Drehschemel. Ja, ja. Jeder, der kann, sagt, das ist das Einfachste. Ganz, ganz einfach. Ah, und schon ist er weg. So. Nee, so. Kommen wir daran? Reicht das? Reicht das? Uah. Gleich mal kontrollieren, dass hier auch alles sauber verbunden ist. Sehr schön. Auch hier. Sehr schön. Haha! Zweimal Drehschemel gleich beim ersten Mal gekoppelt. So. Rechts ist frei. Links kommt natürlich was. Aber die Kollegen warten. So, da ist unser Drescher. Wir biegen nach links ab und bringen das Gespann jetzt erstmal aufs Feld in die entsprechende Warteposition. So. So, alle Lichter aus und wir machen mal vorne. So, die Plane. Quatsch. Augenblick. Wie war das jetzt nochmal? Die plane Abdeckung öffnen. So war das. Genau. So. Ah ja. Da hält unser Drescher den ganzen Verkehr auf. So, dann machen wir aber ein Vorgewende. Das nehmen wir noch mit.
Und zumindest bekomme ich rechts oben keine Anzeige, dass unser Valtra wieder mal die Arbeit beendet hätte. Ja, das lässt ja hoffen. Sehr schön. So, da auf der rechten Seite. Das müsste, glaube ich, das Sägewerk sein. Ja, ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob da auch entsprechende Forstflächen sind. Ist aber eigentlich auf dieser Map zu erwarten. Ja, ob wir hier dann auch noch einsteigen in Forst, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal sehen. Im Winter bietet sich das Ganze ja immer an, Forstwirtschaft. Aber jetzt am Anfang konzentrieren wir uns natürlich erstmal auf die Milchwirtschaft. So, zurück. Wir werden uns jetzt erstmal hier in den Bergen als Milchbauer versuchen. So, zu 40% abgeschlossen. Und das Schöne immer an diesen Dienstleistungen ist ja meistens, dass da noch ein bisschen was für uns abfällt an Ertrag, an Ernteertrag. Und dann schauen wir mal, dass wir da ein bisschen extra Gewinn noch erzielen können. Okay, wir gucken dann gleich mal, was unser Valtra macht, wie weit der ist. Ich gehe davon aus, wenn der jetzt hier noch eine Bahn fährt, beziehungsweise dann wieder zurückkommt, dann können wir den mit Sicherheit abtanken, das erste Mal. So. Der Valtra. Ja, okay, also so funktioniert es. So scheint es zu funktionieren. Naja, viel Saatgut scheint er ja nicht zu brauchen. 95% erst. Das passt. Schauen wir mal ganz kurz rein. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Jep. So. Jetzt werden wir den trotzdem mal hier auf der Seite mal hochschicken und mal sehen, ob er das dann packt. Oder ob er dann auch Schwierigkeiten hat, der Helfer, beim Wenden. So, wir machen mal ein kurzes Thumbnail. Augenblick. So. Da müssen wir hin. Hätte ich auch in die andere Richtung gekonnt. Ich weiß. So, Hilfefenster aus. Dann fahren wir mal ein bisschen ran mit dem Kollegen hier. Sehr schön. Gut, zurück zum... Genau, 93%. Der dürfte jetzt genau dahin kommen und dann können wir den abtanken. Sehr schön. Der gute Deutzfahr Topliner. So, jetzt müsste er doch eigentlich bereit zum Abtanken sein. Na komm, sehr schön. Ja, und hiermit möchte ich mich an der Stelle wieder mal recht herzlich für euch bedanken. Wir haben fast 20 Minuten wieder in der Folge hinter uns gebracht und haben jetzt schon das erste Feld angesät und hier eine kleine... einen Auftrag angenommen, einen Ernteauftrag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß hier an der ganzen Folge. Ich, der Badenfarmer, darf mich recht herzlich bei euch bedanken. Bis zum nächsten Mal wieder hier bei mir auf dem Kanal. Und ich sage wie immer, tschüss, ciao, cheerio!